Conscientia mea iterum ad vitrum coram Deo explorata. Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Mit diesen Worten hat Benedikt XVI. Alle überrascht. Am 28. Februar will er sein Amt aufgeben und sich zu Gebet und Meditation in ein Kloster innerhalb der vatikanischen Mauern zurückziehen. Was mich selbst betrifft, so möchte ich auch in Zukunft der Heiligen Kirche Gottes mit ganzem Herzen durch ein Leben im Gebet dienen. Eine ähnlich große Überraschung wie der Rücktritt jetzt war auch schon seine Wahl im April 2005. Habemus Papam, Josephum, Sancte Romanae Ecclesiae, Kardinalem Ratzinger. Das erste deutsche Kirchenoberhaupt nach 482 Jahren. Ein historischer Moment, aber nicht unbedingt die Erfüllung seines Lebenstraums, wie der damals schon 78-Jährige kurz nach der Wahl erzählte. Als langsam der Gang der Abstimmungen mich erkennen ließ, dass sozusagen das Fallbeil auf mich herabfallen würde, war mir ganz schwindlig zumute. Ich hatte nämlich geglaubt, mein Lebenswerk getan zu haben und jetzt auf einen ruhigen Ausklang meiner Tage hoffen zu dürfen. Josef Ratzinger wurde am 16. April 1927 als Sohn eines Polizisten im bayerischen Marktl am Inn geboren. Und schon mit 26 Jahren begann seine steile wissenschaftliche Karriere zum Theologen von Weltruf. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil galt der brillante Wissenschaftler als einer der Hoffnungsträger für eine offenere, reformfreudige Kirche. Später waren viele enttäuscht und warfen ihm eine Kehrtwende zum Konservativen vor. Er selbst verteidigte seinen Weg immer als geradlinig und als Dienst an einer höheren Sache. Ich möchte da mich nicht auf eine Stufe mit Jesus stellen, aber dass wir manchmal Dinge sagen müssen, die auch Widerstand erregen, das wage ich auf mich zu nehmen, weil ich eben weiß, dass ich nicht meine eigenen Ideen durchzusetzen versuche. Auch als Papst blieb er oft sperrig und unbequem. Auf der einen Seite begeisterte er Millionen auf seinen Reisen oder bei den Weltjugendtagen und fand auch klare Worte zum Missbrauchsskandal. Auf der anderen Seite ging er auf die traditionalistischen Piusbrüder zu und rückte keinen Deut von viel kritisierten katholischen Positionen ab. Ob es um die Sexualmoral, den Zölibat oder die Rolle von Frauen in der Kirche ging. Beim letzten Deutschlandbesuch 2011 verstörte er viele durch den Ruf nach Entweltlichung und durch seine Kritik an lauen Christen. Um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche wieder die Anstrengung unternehmen, sich von dieser Verweltlichung zu lösen. Der Schaden der Kirche kommt nicht von ihren Gegnern, sondern von den lauen Christen. Bis zuletzt war Benedikt XVI. Ein Mann der klaren Worte, die viel forderten und oft auch unbequem waren. Und immer wieder rief er dazu auf, trotz aller Fehler und Schwächen der Kirche treu zu bleiben. Wir halten gemeinsam Stand gegen den Sturm und geben einander Schutz. Wer glaubt, ist nicht allein.